Willkommen zurück zu Weekend Talk. Heute mit einer Top-In-Episode, in der wir über 5 beeindruckende Bundesligaspieler, die in der kommenden Saison in der Premier League wechseln könnten, sprechen. Meine Top 5 nach dem Intro. Die Bundesliga war die Plattform für viele aktuellen Superstars der Premier League im Laufe der Jahre. Die Fähigkeit der Liga, junge Talente in jeder Saison zu fördern, zog aus der ganzen Welt viele junge Spieler an. Spieler wie Kevin De Bruyne, Leroy Sané, Mesut Özil haben in der Premier League einen echten Erfolg erzielt, nachdem sie erst in der deutschen Liga anfingen. Auch diese Saison war keine Ausnahme, obwohl schon Spieler wie Leon Goretzka und Naby Keita bereits in Bayern und in Liverpool einen Vertrag unterschrieben haben. Hat die Liga immer noch viele gute Spieler, die in der englischen Liga einen starken Eindruck hinterlassen könnten. Deswegen schauen wir uns jetzt die an. Auf der Nummer 5 habe ich Arturo Vidal von Bayern München. Nach der Verpflichtung des deutschen Mittelfeldspielers Leon Goretzka von Schalke 04 in diesem Jahr, wird Vidals Karriere bei den Bayern wohl in diesem Sommer zu Ende gehen, da der chilenische Nationalspieler sehr stark mit Chelsea in Verbindung gebracht wird. Cheftrainer Antonio Conte blickt auf ein Wiedersehen mit dem Bayern-Mittelfeldspieler, mit dem er während seiner Zeit bei Juventus zusammengearbeitet hatte. Arturo Vidal, der Kämpfer im Mittelfeld, hat in dieser Saison erneut eindrucksvoll gespielt und bereits 6-mal getroffen. Seine Präsenz im Mittelfeld könnte Chelsea definitiv momentan einen Vorteil verschaffen, da seine große Erfahrung und seine physische Stärke perfekt zu der taktischen Philosophie von Antonio Conte passen. Vidals aktueller Vertrag mit den Bayern läuft zwar 2019 erst aus, aber man kann mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass der Chilene im Sommer die Allianz Arena für ungefähr 37 Millionen Euro verlässt. Auf dem 4. Platz befindet sich Jan-Fiete Arp vom Hamburger SV. Ja, das Hamburger Wunderkind Arp gilt momentan als eines der spannendsten U19-Talente im Weltfußball. Als Eigengewächs der Hamburger Jugendakademie hat sich der 18-Jährige bereits in der ersten Mannschaft als Schlüsselspieler etabliert und hatte schon 11 Einsätze in der Bundesliga. Ein langer Stürmer und ein großer Bewunderer Harry Kanes wurde nicht nur der jüngste deutsche Spieler der Bundesliga, sondern auch Hamburgs jüngster Torschütze. Ja, und seine aufsehenserregende Leistung in der Bundesliga hat das Interesse von Mannschaften wie zum Beispiel Borussia Dortmund oder Tottenham Hotspur geweckt. Sein momentaner Marktwert liegt bei lächerlichen 7,5 Millionen Euro, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Hamburger ihren Jüngling für so eine Summe auch ziehen lassen. Der Jungstar wird wahrscheinlich dann auch wechseln, sollte der HSV, wie es momentan stark danach aussieht, absteigen. Den 3. Platz belegt der Dortmunder Christian Pulisic. Der Youngster der Borussen hat zugegeben, dass er nach der WM in diesem Jahr Angebote aus dem Ausland in Betracht ziehen wird. Obwohl es der USA nicht gelungen ist, sich ein Ticket für die WM in Russland zu sichern, ist Christian Pulisics Ausreise aus Dortmund im Sommer dennoch wahrscheinlich. Der amerikanische Teenager war einer der wenigen Lichtblicke in einer ansonsten mageren BVB-Saison. Abgesehen davon, dass er in dieser Saison einer der besten Dribbler der Liga ist, haben seine beeindruckenden Leistungen dazu beigetragen, dass der BVB nicht den Verlust des verletzten Marco Reus zu spüren bekommt. Der 19-Jährige wird trotz der erwarteten Rückkehr von Marco Reus und Maximilian Philipp in der Rückrunde noch eine Schlüsselfigur für Dortmund sein. Es wird interessant zu sehen, wie sich seine Transfergeschichte im kommenden Sommertransferfenster mit einer Reihe von Angeboten aus der Premier League entwickelt. Der Amerikaner besitzt momentan einen stolzen Marktwert von 45 Millionen Euro. Nun aber zu der Nummer 2. RB Leipzigs Timo Werner. Durch das Transferpoker von Naby Keita ist die Brillanz anderer Leipziger Spieler, allen voran Timo Werner, ein bisschen in den Hintergrund geraten. Der ehemalige Stuttgarter Stürmer ist wohl der momentan beste deutsche Stürmer und wird den deutschen Angriff in der bevorstehenden Weltmeisterschaft im Sommer anführen. Es ist ihm nicht gelungen, seine beeindruckende Form aus der letzten Saison zu wiederholen, indem er den Club mit 21 Toren geholfen hat, den 2. Platz der Bundesliga zu erreichen. Bis jetzt hat er in 19 Bundesligaspielen in dieser Saison 10 Tore erzielt und 4-mal vorgelegt. Werner kann eine perfekte Ergänzung für Liverpool sein, besonders wo jetzt die Reds kurz davor stehen, ihren Stürmer Daniel Sturridge nach der Leihe zu verlieren. Timo Werners Schnelligkeit zusammen mit seinen Fähigkeiten vorm Tor machen ihn auf jeden Fall zu einem wertvollen Spieler für jede Mannschaft.
Kommen wir zu Nummer 1, Leon Bailey von Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusens Leon Bailey war einer der besten Bundesligaspieler in dieser Saison, wenn nicht auch wirklich der beste. Der jamaikanische Flügelspieler hat trotz eines anfangs durchschnittlichen Bundesligastarts seine Mannschaft mit 8 Toren und 5 Torvorlagen geholfen, auf einem Champions League Platz zu stehen. Zusammen mit Julian Brandt ist der 20-Jährige einer der vielversprechendsten Flügelspieler der Bundesliga, der unter anderem davon träumt, mal in der Premier League zu spielen, die wie nicht anders zu erwarten auch schon bereits Interesse seitens Manchester United, Liverpool oder dem FC Chelsea zeigt. Zur Bild sagte der in Kingston geborene Leon Bailey: "Grundsätzlich war und ist es immer mein Traum, in England zu spielen. Wenn ich weiter hart arbeite, bin ich mir sicher, dass es klappen wird." Und tatsächlich, sollte er seine beeindruckende Form während der gesamten restlichen Saison beibehalten, könnte ein Umzug in die Premier League für den ehemaligen Flügelspieler aus Gang gar nicht so unwahrscheinlich sein. Dies wären dann meiner Meinung nach 5 wahrscheinliche Premier League Transfers der kommenden Saison. Ignoriert die Reihenfolge, denn die haben nichts zu bedeuten. Was haltet ihr aber von den 5 und wie hoch schätzt ihr die Wahrscheinlichkeit für einen Wechsel? Lasst eure Meinung gerne in den Kommentaren. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich außerdem sehr über einen Daumen hoch und ein Abo freuen. Folgt uns außerdem auf Social Media für weitere tägliche Fußballthemen. Und schaltet wieder am Montag ein, denn da heißt es wieder 1 gegen 1 Spielerduell. Bis dahin verabschiede ich mich aber vorerst von euch.